Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist offenkundig recht still um Starfield geworden. Verdächtig still. Seit dem Xbox Showcase Event im Januar haben wir eigentlich nichts mehr zu dem kommenden Spiel von Bethesda erfahren. Nun ist die Gerüchteküche in den letzten Tagen allerdings wieder angelaufen und es gibt einige Dinge, auf die man auf jeden Fall ein Auge werfen muss. Unter anderem gibt es die Aussage von einem Leaker, dass Starfield ein recht heftiges Feature bekommen wird. Selbstverständlich gibt es wieder einige Spekulationen zum Release von Starfield und auch noch viele weitere Kleinigkeiten, die ich euch in diesem Video präsentieren werde. Ich bin der Luis, auf dem Kanal Amimus dreht sich alles rund um Starfield. Wenn du dich dafür interessierst, dann lasse gerne ein kostenloses Abo da, denn so werden dir meine Videos häufiger auf der Startseite vorgeschlagen. Bevor ich anfange, möchte ich nochmal auf einige Kommentare der letzten Videos zu Starfield eingehen. Mir wird von einigen Leuten immer wieder vorgeworfen, dass diese Videos nur rein spekulativ seien und dass sie eigentlich keine wirklichen Neuigkeiten bieten. Normalerweise würde ich so welche dummen Kommentare einfach links liegen lassen, aber dadurch, dass ich jetzt vermehrt Starfield-Content mache, habe ich auch einfach sehr viele neue Abonnenten dazu gewonnen. Und mir ist es absolut wichtig, hier klarzustellen, an was ihr seid. Was soll ich großartig sagen? Ich wurde hier auf jeden Fall zu Recht enttarnt. Viele dieser Informationen in den Videos sind einfach reine Spekulationen. Allerdings handelt es sich dabei in der Regel um Spekulationen, die sehr stark im Internet verbreitet werden und die sogar von der Gaming-Presse aufgegriffen werden. A, ist es trotzdem einfach spannend, über diesen Gossip und diese Spekulation zu berichten und man kann diese Videos einfach ganz entspannt nebenbei anhören. Und zweitens ordne ich ja diese Spekulationen auch ein. Ich persönlich freue mich auf Starfield, ich glaube auch, dass Starfield ein Erfolg werden wird, ich gebe aber auch zu, dass ich mich komplett damit irren kann und dementsprechend beleuchte ich auch immer gerne die andere Seite. Wenn du damit nicht cool bist, dann steht es dir frei zu, auf dieser Plattform die Videos anzuschauen, die du willst und es juckt mich absolut nicht, ob du mich abonniert hast oder nicht. Du musst auch nicht alle Videos schauen, mach einfach mit deiner Freizeit, was du willst. Damit hätte ich das klargestellt und damit werden wir auch gleich über das erste Thema des Videos reden, nämlich über die Spekulationen, denn die nehmen tatsächlich an einigen Stellen echt Überhand. So wurde der Starfield-Subreddit in den letzten Tagen und Wochen immer wieder mit Fehlinformationen geflutet, aber auch mit wilden Spekulationen zu dem Release. Die sind zum Teil so abstrus geworden, dass sich die Moderation dazu gezwungen gefühlt hat, diese nun zu löschen. Ja, ich persönlich freue mich halt auch auf Starfield, aber dass hier einige Leute gänzlich durchdrehen und halt einfach jetzt jeden Tag meinen tausende Posts dazu zu verfassen, obwohl es schon längst welche im Subreddit dazu gibt, das ist halt irgendwie nicht so der clevere Move. Zum Teil wiederholen sich halt diese Posts und bieten auch keinen Mehrwert. Wie ich ja gerade zu Beginn erklärt habe, habe ich nichts gegen Spekulationen und ich spekuliere ja selber auch ganz gerne. Aber wenn die Leute immer wieder die gleichen Spekulationen in einen neuen Post verpacken, dann ist das schon etwas nervig und merkwürdig. Und etwas macht mir dieses Verhalten auch Sorge. Wir haben hier offensichtlich eine Fraktion von Leuten, die das Spiel komplett überhypen. Nichts gegen die Vorfreude ist das Schönste. Und an sich sind Hypes auch nicht das Problem, sondern dass Leute einfach mit ihren Emotionen nicht umgehen können. Ich kann mich auf ein Spiel unglaublich freuen, ich kann es halt hypen, muss aber auch immer damit rechnen, dass es halt eben nicht der Erfolg wird. Wenn ich damit umgehen kann, dann kann ich auch die Vorfreude genießen und wie heißt es so schön, die Vorfreude ist doch das Schönste. Doch was hier einige Leute in diesem Subreddit schreiben, ist halt gänzlich übertrieben. Und ich persönlich, und das ist nur eine Wahrnehmung, habe den Eindruck, dass genau die Leute, die das halt schreiben, ihre Emotionen nicht ganz im Griff haben. Lustigerweise ist auch wegen Starfield, zumindest sehr stark im amerikanischen Raum, wieder der Krieg um die Konsolen ausgebrochen, was halt auch absolut dämlich und lächerlich ist. Ich meine mal, ich mache mich darüber halt ganz gerne lustig, aber einige Leute nehmen das halt wirklich tot ernst. Die Moderation auf dem Subreddit von Starfield hat da jetzt den Stecker gezogen und löscht halt bzw. moderiert sehr viele Beiträge weg. Das ist definitiv die richtige Entscheidung, denn aus sowas kann schnell ein toxischer Hype werden. Hier im deutschsprachigen Raum geht das definitiv etwas gesitterter zu, was ich auch auf jeden Fall begrüße. So, nachdem wir darüber gesprochen haben, kommen wir nun auch wirklich zum ersten richtig heftigen Leak, falls er sich als wahr erweisen sollte. Unter dem Video Starfield Why a Good Release Date is Really Important gibt sich nämlich ein ehemaliger Bethesda-Mitarbeiter zu erkennen. Und Achtung, was der Typ halt sagt, könnte tatsächlich einfach nur ein Fake sein. Ich habe den Kommentar für euch ins Deutsche übersetzt, werde ihn euch jetzt gleich vorlesen und blende euch ihn einfach ein. Ich kann es kaum erwarten, bis der 8. August da ist. Microsoft wollte, dass wir ein ausgefeiltes Spiel abliefern. Daher die Verzögerung, die in unserem März um den 14. gewidmeten Update erwähnt wird. Und wir werden jeden Skeptiker wegblasen. Merkt euch meine Worte.
Dieses Spiel wird der größte Deal aller Zeiten. Skyrim oder irgendeins unserer früheren Spiele ist nichts im Vergleich zu dem, was sehr bald kommen wird. Ich will nicht einmal prahlen. Wir haben es skalierbar gemacht. 373 der 1012 Planeten und Monde, Sonnen haben wir auch mit eingerechnet in diese Zahl, haben interessante Dinge zu tun, wie Städte, Außenposten und so weiter. Der Rest sind nur Ressourcen, sicher für den Bau von Außenposten und so weiter. Die Modding-Community wird jahrzehntelang beschäftigt sein. Die Tiles sind nicht komplett handgefertigt. Sie werden generiert und anschließend handmodifiziert, so dass man im Durchschnitt 40% der einzigartigen Orte erhält. Übrigens ist es nicht nur ein Einzelspielerspiel. Wenn man es will, kann man es als Einzelspieler natürlich spielen, aber man will es wahrscheinlich nicht. Wenn ich euch mehr erzähle, werde ich wahrscheinlich verklagt werden. Also belasse ich es dabei. Und für die, die mich vorher gefragt haben, ja, auf der Next-Gen Xbox X sind 30 FPS bei 4K Standard. Keine andere Option. Aber das ist kein Problem, weil das Spiel halt nicht irgendwie ein Game ist wie Doom. 60 FPS sind einfach unmöglich, da fast alles angepasst werden kann und eine Menge Speicher verbraucht wird. Zur Erklärung, ich wurde vor kurzem gefeuert. Also es macht mir nichts aus, das alles zu teilen. Ich habe auch kein schlechtes Gefühl, denn ich habe 12 Jahre bei Bethesda gearbeitet und viele gute Erinnerungen gehabt. Diesen vermeintlichen Leak muss man erstmal ganz kurz sacken lassen und sollte er stimmen, wäre er auf jeden Fall ziemlich krass. Ich werde jetzt hier nicht auf alle Dinge eingehen, die in diesem Kommentar verfasst worden sind, aber ich freue mich natürlich darauf, wenn ihr unten in der Kommentarspalte selbst diskutiert. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Klingt das für euch unglaubwürdig oder ist das Ganze vielleicht doch ein richtig heißer Leak hier? Zum einen sagt der Leak aus, dass Starfield am 8. August erscheinen wird. Inzwischen gab es immer wieder Äußerungen dazu, dass Starfield vielleicht im Juni erscheinen wird. Darauf gehe ich auch nochmal später ein. Aber der 8. August ist jetzt hier auch nicht weit entfernt von. Besonders spannend finde ich die Zahl von 373 Planeten, die angeblich händisch erstellt sind und besondere Orte besitzen werden. Das ist ja schon eine ziemlich konkrete Zahl. Demnach wäre die Galaxie quasi die Open World und die 373 Planete wären die besonderen Orte, die wir halt in dieser Open World entdecken können. Spannenderweise hatte Skyrim etwas mehr als 300 Orte, die man entdecken konnte auf der Karte, deswegen scheint diese Zahl sogar irgendwie einigermaßen glaubwürdig in meinem Empfinden. Wie gesagt, das Ganze ist mit Vorsicht zu genießen. In erster Linie ist das halt irgendein random Dude im Internet, der halt irgendwo einen Kommentar geschrieben hat. Dass die Modding-Community von Bethesda Jahrzehnte beschäftigt sein wird, ist ein Fakt, der eigentlich offenkundig war, allerspätestens dann, wo das Gameplay-Material zu Starfield gezeigt worden ist, denn es soll halt 1000 Planeten geben, und da wird es auf jeden Fall viele Möglichkeiten geben, für die Mod-Creator sich auszuleben. Und dann wird es richtig heiß, denn wir sollen das Universum nicht alleine bereisen können, sondern scheinbar auch mit anderen Spielern. Er deutet hier offensichtlich einen Koop-Modus an. Und unabhängig davon, ob der Leak nun stimmt oder nicht, halte ich das persönlich für gar nicht mehr unwahrscheinlich. Denn die Spielwelt ist definitiv dafür groß genug und auch die Creation Engine ist dazu in der Lage, tatsächlich Multiplayer bzw. einen Koop-Modus anzubieten. Fallout 76 basiert halt ebenfalls auf der Creation Engine und es ist halt ein MMO. Kurz und knapp, die Engine bietet auf jeden Fall die Funktion für einen Online-Zugang. Für Skyrim gibt es sogar eine Mod, die heißt Skyrim Together, wo es halt Mod-Creatern gelungen ist, dass man Skyrim gemeinsam mit Freunden spielen kann. Dieses Mod-Projekt hat sich einer großen Beliebtheit erfreut. Und immer gab es den Wunsch von Teilen der Community, Bethesda-Spiele auch gemeinsam mit den Freunden zu spielen. Gut möglich, dass hier also Starfield einen Koop-Modus bieten wird. Die Sache mit den 30 FPS auf der Xbox halte ich für absolut glaubwürdig, unabhängig davon, ob der Leak nun stimmt oder nicht. Todd Howard hat das selbst bereits ja angedeutet. Ich sehe allerdings auch keinen Grund, warum das schlimm sein sollte. Klar, 60 FPS sind eine schöne Sache, aber bei einem Rollenspiel und vor allen Dingen mit der Komplexität ist das halt einfach eine Anforderung, die nicht realistisch ist. So viel zu diesem Leak, aber es gibt noch einen weiteren und ich sag mal so, dieser Leak scheint offensichtlich die Wahrheit zu sagen. Na, es ist eher kein Leak, sondern vielmehr ein Fehler und zwar wurde auf GOG das Release-Datum von Starfield entdeckt. Hier wird der 29. Juni 2023 angegeben. Generell vermuten viele Leute im Moment, dass das Spiel im Juni released werden wird und ich habe auch letztens eine Umfrage gemacht und auch viele von der Community sehen das ähnlich. Allerdings wird es sich bei GOG dabei wahrscheinlich nur um einen Platzhalter handeln. Und jetzt haben natürlich darüber viele Leute im Netz diskutiert. Ist das nur ein Platzhalter? Hat hier GOG aus Versehen nicht das Release-Datum gelegt? Bla 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 bla. Das Ganze ist eigentlich relativ uninteressant, denn das, was ich eigentlich meine mit einem
einem heftigen Leak hier an dieser Stelle ist, dass das Spiel bei GOG gelistet ist. Da wird jetzt der ein oder andere einfach nur mit der Schulter zucken. Ja gut, es ist bei Steam, es ist bei GOG und wahrscheinlich kommt es auch noch auf anderen Plattformen heraus. Was ist jetzt der große Deal daran? Und einige von euch werden es jetzt bereits an dieser Stelle geblickt haben, GOG bietet ausschließlich kopierschutzfreie Spiele an. Das heißt im Umkehrschluss, dass halt Starfield wahrscheinlich keinen Kopierschutz besitzen wird. Und das finde ich persönlich die viel größere Nachricht. Inzwischen gibt es auf GOG auch eine Version von Skyrim und die ist sehr gut angekommen und wurde häufig gekauft. Gerade für diejenigen von euch, die halt Mods installieren wollen, ist natürlich diese Version besonders attraktiv, denn bei GOG habt ihr die komplette Kontrolle über Updates. Und im Fall von Skyrim, aber auch von Fallout, können diese gerne mal die komplette Modliste zerschießen. Dass also eine Version von Starfield ohne Kopierschutz auf GOG angeboten wird, halte ich für absolut realistisch. Inzwischen hat GOG auch den Eintrag zum Release wieder herausgenommen und damit den Fehler korrigiert. Spannenderweise geistert trotzdem der 29. Juni bzw. generell der Juni als Release-Datum durch die Gegend. Natürlich stützt sich diese Behauptung, wie gesagt, halt auf den vermeintlichen Leak des Release-Datums von GOG, aber auch der Gaming-Journalist Jeff Grubb, der eigentlich ganz gut connected ist und in der Vergangenheit immer gute Sachen gesagt hat, zu Starfield, aber auch generell zu Computerspielen, sagt, dass er den Juni für wahrscheinlich hält, also für ein Release von Starfield. Ich persönlich habe immer auf den März getippt. Bedingt dadurch, dass wir jetzt allerdings nicht zum Super Bowl von Starfield gehört haben, gehe ich nicht davon aus, dass wir im März einen Release von Starfield erwarten können. Ihr seht also, in diesem Punkt habe ich mich geirrt und ich gebe das auch ganz offen zu. Logisch Sinn ergibt also auch der Juni und im Sommer ist passenderweise auch ein großes Showcase-Event von Microsoft geplant. Starfield soll definitiv ein eigenes Showcase bekommen und das wird wahrscheinlich dann in diesem Zeitraum auch angesiedelt werden. Hinzu kommt auch noch ein anderer Faktor. The Elder Scrolls Online hat sein Update-Schedule geändert. Wer meinen Kanal seit längerer Zeit verfolgt, der weiß, dass ich auch immer mal wieder zu The Elder Scrolls Online Videos herausbringe und auch in diesem Jahr mich besonders auf dieses Spiel konzentrieren werde. Aber warum ist das überhaupt wichtig? Nun, normalerweise ist es so, dass es in der zweiten Jahreshälfte immer noch ein Dungeon und eine größere Erweiterung zu The Elder Scrolls Online gibt. Diese fällt dieses Jahr weg, weil man vor allen Dingen sich darauf konzentrieren möchte, das Grundspiel zu optimieren und weiter zu verbessern. Wenn man bedenkt, dass nun eventuell im Juni Starfield released wird, dann macht das auch absolut Sinn, dass man sagt, hey, wir bringen bei The Elder Scrolls Online in der zweiten Jahreshälfte weniger Content heraus, denn die meisten Leute sind halt nun mal Bethesda-Fans und werden definitiv Starfield spielen. Außerdem liegt auch in den Sommermonaten wieder die E3. Bethesda bzw. Microsoft werden an der E3 nicht teilnehmen, dennoch ist das Ganze halt ein wichtiges Datum, wo es auf jeden Fall einigen Wirbel um Videospiele geben wird und dementsprechend will man sich das Ganze natürlich nicht entgehen lassen. Dann natürlich im Rahmen eines eigenen Showcase-Events. Dementsprechend tut es mir zwar in der Seele weh, aber ich muss sagen, hey, das wird mir zwar Quatsch, aber der Juni scheint ein ziemlich heißes Datum zu sein. Und vielleicht stimmt sogar der Leak und der 8. August wird es. In der Zwischenzeit empfehle ich euch auf jeden Fall mein Video anzusehen, wo ich darüber rede, welche Fraktionen es in Starfield gibt und wie dessen Hintergründe aussehen. Klick dich dazu hier einfach in dieses Video rein.